Heute machen wir wieder was von Epic, vom Dean Borson. Wir machen heute die wunderschöne Corojo. Einmal das kleine Zigärchen hier. Und da haben wir natürlich als Deckblatt ein Corojo-Deckblatt. Das Corojo-Deckblatt kommt in dem Fall aus Ecuador. Und vielleicht mal einmal da kurz drauf, dann sieht man diese wunderschöne Äderung, auch diese Farbschattierung, die typisch für den Corojo sind. Corojo ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung des Criollos. Und der wurde wiederum im Pinal del Río entwickelt von einem Diego Rodriguez. Da kommt dieser Tabak ursprünglich her und ich mache das heute mal mit dem Selectro, der eigentlich recht gut für diese Zigarre passt. Ich mache nicht 5, ich mache 9, der braucht einfach bei der größeren Zigarre ein bisschen mehr Luftkanäle. So, muss man die hinstellen, sollten wir schauen. Der Tabak im Umblatt, im Binder, ist ein aus der Dominikanischen Republik stammender Olor. Olor ist auch ein Tabak, der ursprünglich mal als Ursorte der Dominikanischen Republik gegolten hat oder gilt. Also das ist der Tabak, der ganz, ganz, ganz typisch Dominikanische Republik ist. Und ist eher der weiche, leichte, milde Vertreter. Und ich denke, man kann auch sagen, diese Gerüchte, die es ja immer noch gibt, die sich immer noch halten, dass die dominikanische Zigarre leicht, weich und mild ist, das lässt sich wohl eher auf den Tabak zurückführen, da der Urtabak der Dominikanischen Republik, der Olor, eben doch ein recht leichter, milder, weicher ist. In der Einlage haben wir dann den Piloto. Ein Piloto ist seit 1956 in der Dominikanischen Republik. Herr Scheu, seit 1959 in der Dominikanischen Republik ansässig und ist eigentlich ein Urtabak aus dem schönen AZ-Land, das wir ja mittlerweile alle schätzen und kennen. Das ist ein Name, den wir nicht sagen dürfen. Und es gibt da wieder Ärger. Und der Piloto ist eigentlich ein Tabak, der bei den meisten Zigarren in der Dominikanischen Republik lediglich zu 10% in die Zigarre hineinkommt. Bei der ist es jetzt 100% Piloto. Was drin ist, was ich allerdings mit dem Olor in dem Umblatt, der relativ leicht ist, und mit dem Corojo als Deckblatt, sehr, sehr schön gibt, sehr rund gibt und trotzdem eine kraftvolle Zigarre ist, die aber trotzdem, dass sie kraftvoll ist, nur knapp bis mittelkräftig rübergeht. Die Zigarre selbst, Dean Borson, der Chef und Macher von Epic Cigars, mittlerweile im 10. Jahr, lässt diese Zigarren in Santiago de Caballeros in der Dominikanischen Republik fertigen und der Master Blender ist unser Rolando Villamil. Rolando Villamil, auch schon über 70, einer der Grand Seigneurs, ich habe es schon mal erzählt, der Dominikanischen Republik, ein kleiner Mann, zurückhaltender, der aber über Zigarre unheimlich viel erzählen kann, der sehr schnell ins Plaudern kommt und dann sehr gern was über die Zigarre erzählt. Und Dean kam hier über seine Eishockey-Karriere in Kanada und als er dann Polizist war, Major der Sporteinheit, später über das Immobiliengeschäft in die Dominikanische Republik, hat dort dann ein eigenes Zigarrengeschäft eröffnet und über das Zigarrengeschäft und über die Immobiliengeschichte ist er dann auf die Zigarre komplett gekommen und hat dann über den Rolando Villamil seine Zigarren machen lassen. Ich wünsche euch mit Epic viel Spaß. Epic geht eigentlich immer.